Was geht ab, Leute? Vögel zwitschern. Bauarbeiter arbeiten. Das sind die Sounds von Dubai. Ich möchte in diesem Video zwei verschiedene Bereiche vergleichen, die ich gut kennengelernt habe in den letzten Jahren. Ja, weil ich habe 3-4 Jahre in der Musikindustrie verbracht. Sehr viele Rapper kennengelernt. Deutschrapper, Underground, amerikanische Rapper. Ja, habe so gesehen, wie das Leben ist. Und jetzt in den letzten paar Monaten habe ich sehr viele Unternehmer kennengelernt. Online-Business-Leute. Ja. Leute, die teilweise 20 Jahre alt sind und mehr Cash machen als diese Rapper, um die Welt reisen und von ihrem Computer arbeiten, ja, verschiedenste Sachen machen. Und ich möchte die beiden Sachen vergleichen, weil meiner Meinung nach ist Online-Business oder ein Online-Business zu haben krasser als ein Rapper zu sein. Und die Sachen, die ich früher dachte, die Rapper sind, sind eigentlich diese Leute, die ihr eigenes Business haben online, ja. Weil früher habe ich Rapper ein bisschen idolized, ja, idolisiert. Ich dachte, es ist so krass, ein Rapper zu sein. Ich wollte selbst Rapper sein, ich wollte in der Musikindustrie arbeiten, bla bla bla. Weil ich dachte, erstens, Rapper sind die einzigen Leute, die wirklich sagen können, was sie denken. Rapper können sagen, was sie wollen. Rapper können Schimpfwörter sagen. Rapper können sagen, up with a thumb in a butt oder was weiß ich. Und es ist cool, niemand gibt einen Fick. Ja, sie machen trotzdem Cash. Jeder sonst mit einem normalen Job konnte nicht so sagen, was er wollte. Er musste aufpassen, musste PC sein. Ja. Donald Trump, also es kommen dann immer Leute, die das nicht waren. Aber Rapper konnten sagen, was sie wollten. Das finde ich krass. Vergleichen wir mal einfach den Bereich mit Online-Business-Leuten. Ja. Heutzutage, wenn ein Rapper denkt, dass das, was die Regierung macht, nicht cool ist, ja, wenn er denkt, dass das, was heutzutage politisch korrekt ist, Bullshit ist, kann er es nicht sagen. Warum? Was passiert? Ich habe selbst erlebt, letztes Jahr, als zum Beispiel Andrew Tate gecancelt wurde und ich ihn supportet habe und ich dachte, okay, das ist Bullshit, bla bla, warum wird er gecancelt? Dann hat mich wer von Universal angerufen und sie haben gesagt, Bro, you can't talk that. Du kannst nicht positiv über den Typen reden. Warum? Was passiert? Du wirst geblacklistet, niemand darf damit zu dir kommen, kein Rapper darf mehr zu dir kommen. Das heißt, stell dir vor, ein Rapper macht das. Was passiert? Ja, schlecht. Geld haben wir da abgedreht, okay? Erstens, Labels. Zweitens, was passiert, wenn mit Brands? Brands können dann keine Partnerships mehr machen, wieder weniger Geld. Danach Festivals. Festivals haben sogar Tilo gecancelt, dafür, dass er Drogen nimmt. Ich dachte, das ist die Essenz von einem Rapper heutzutage. Aber sogar Festivals canceln Leute dann, lassen sie nicht auftreten, was natürlich auch ein großer Bag ist, der dann verloren geht. Ja? Das heißt, Meinungsfreiheit ist eigentlich so gut wie gone, wenn du Rapper bist, ne? Wenn du noch dieses Cash machen willst. Natürlich, wenn du Mainstream bist, ist es ein bisschen anders, ab einem gewissen Punkt, weil du so viel durch Streaming machst. Ja, aber trotzdem musst du schauen, dass die Playlisten dich nicht canceln. Tory Lanez wurde gecancelt, was weiß ich. Natürlich, er hat nicht einfach nur irgendwas gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, okay? Jetzt nehmen wir mal an, ein Rapper wäre so gecancelt, wie Tate gecancelt wurde, okay? Glaubst du, dieser Rapper würde noch Cash machen? Glaubst du, dieser Rapper würde komplett broken? Ja, ich glaube schon. Angenommen, ein Rapper wäre geblockt auf Instagram, auf TikTok, auf Spotify, auf all diesen Plattformen, ja? So wie, sagen wir mal, Donald Trump. Aber warum konnte Tate gebannt werden überall und trotzdem macht er noch Cash, trotzdem geht es ihm immer noch gut, sogar die Polizei will ihn einsperren. Warum? Weil er sich ein Business aufgebaut hat. Erstens hat er sich ein Business aufgebaut, das sogar unabhängig ist von den ganzen Mainstream-Diensten, ja? Wie zum Beispiel Discord oder Banken etc. Danach hat er Skills gelernt, extrem viele Skills, ja, und lernt noch immer Skills. Mit diesen Skills wird er immer Geld machen können und drittens hat er ein krasses Network. Okay, und das sind Sachen, an denen ich auch gerade arbeite. Ja. Ich möchte jeden Tag neue Skills lernen, besser werden in Skills, Sales, Marketing, was weiß ich, bessere Connections aufbauen, ja, krasseres Network aufbauen. Ja. Nicht die ganze Zeit auf Drugs, Bro. Das Ding ist, ich denke, viele Rapper machen den Fehler, dass sie denken, sie können die ganze Zeit Drugs nehmen, weil es immer so weitergeht und sie sparen einfach das Geld. Das Ding ist, was ist, wenn es irgendwann vorbei ist und dann hast du nicht an dir gearbeitet. Ja, du musst die ganze Zeit weiterarbeiten, die ganze Zeit weiter pushen, weil du weißt nie, angenommen, ich wäre gecancelt, okay, ich habe erstens ein eigenes Business, ja, was nicht abhängig ist vom Personal Brand. Ja. Ja, deshalb denke ich, es ist sinnvoll, sowas zu haben. Und zweitens lerne ich die ganze Zeit Skills und ich kann auch anderen Leuten helfen, Cash zu machen. Anderen Personal Brands helfen, Cash zu machen. Ja. Das heißt, die ganze Zeit weiterlernen ist extrem wichtig. Und wenn du Online-Business machst, dann arbeitest du die ganze Zeit an dir selbst. Ja. Dann musst du die ganze Zeit an dir selbst arbeiten, um Cash zu machen. Und das ist geil, weil das bedeutet, dass du unabhängig bist von anderen Leuten. Okay, das heißt, erstmal mehr Freiheit, wenn man Online-Business hat, auf jeden Fall. Zweitens Location Freedom. Wenn du Online-Business hast, du kannst leben, wo du willst.
Österreich ist ass. Okay, Digga, geh nach Dubai, geh nach Bangkok, wo auch immer du möchtest. Ja? Natürlich, manche Rapper können das auch. Und es gibt natürlich auch Rapper, die auch ihr eigenes Business separat haben. Ja? Und die auch an sich arbeiten die ganze Zeit. Gibt es natürlich auch. Aber ich rede jetzt mal von den normalen Rappern, okay? Und sie können nicht sein, wo sie wollen. Weil sie müssen, besonders wenn sie underground sind, dort sein, wo ihre Connections sind, wo die Shows sind, ja? Wo das Cash ist gerade. Sie können nicht einfach 5 Monate lang in Thailand sein oder sowas, okay? Das heißt, das ist das zweite Ding, Location Freedom, hat man nur, wenn man, you know, wenn man sein eigenes Business hat. Und das dritte, ich dachte, Rapper haben die krassesten Girls, Rapper sind mit den nicesten Girls, das habe ich dann auch gecheckt, dass es eigentlich nicht stimmt, ja. Außer natürlich Mainstreamer, wenn du der Top-Mainstream-Rapper bist, safe. Aber bei den meisten so Underground-Rappern und sowas, ich habe gesehen, dass diese Top-Girls, wenn wir hier in Dubai sind zum Beispiel, sie sind nicht mit Underground-Rappern, okay? Sie sind mit lauten Leuten, die auch ihr eigenes Business haben, die Sachen ermöglichen können. Weil diese Leute zum Beispiel, eine Sache, ein Vorteil ist, wenn du dein eigenes Business hast und wenn du Skills lernst die ganze Zeit, du kannst Cash blowen. Es ist egal, du kannst es blowen, weil we make it back. Du kannst Skills. Du kannst dein ganzes Geld jetzt blowen, aber du weißt, du machst es zurück nächstes Monat oder übernächst oder nächstes Jahr. Weil du die ganze Zeit mehr Cash machst. Warum? Du lernst die ganze Zeit neue Skills. Du wirst die ganze Zeit krasser. Wenn du broke gehst, es ist nicht so schlimm, Bro, weil hier bist du nicht broke, weißt du? Du lernst die ganze Zeit Skills in deinem Kopf und das macht dich unglaublich unabhängig. Das macht dich unglaublich big als Person. Weil egal wie groß das Problem ist, das du bekommst, du bist größer als dieses Problem, weil du die ganze Zeit an dir selbst arbeitest. Und das ist einfach mit diesen Online-Business-Leuten, wo ich dann gesehen habe, wie diese Leute leben, was die Leute für einen Access haben. Bro, ich dachte mir, das ist, was ich früher dachte, was Rapper sind. Okay, aber das sind eigentlich Leute, die Online-Business machen und... Ja, Bro, deshalb denk, und der weitere Vorteil ist, zu was inspirieren Rapper ihre Follower? Großteils zu Bullshit, okay? In Amerika, zu was inspirieren Rapper ihre Follower? Shootouts, Gang Violence, Drugs, Trappen, okay? Alles Sachen, die für 99% der Leute negativ enden, ja? Zu was inspirieren Online-Business-Leute ihre Follower? Monk Mode, diszipliniert werden, grinden, an sich selbst arbeiten, smarter werden, Bücher lesen, Skills bekommen, ja. Zigarren rauchen, okay. Ein paar negative Sachen auch, natürlich. Aber es sind laute Sachen, die Leute nach vorne bringen, ja. Deshalb, wenn du einen Online-Business-Typen siehst, sein ganzes Umfeld ist wahrscheinlich genauso ab. Sein ganzes Umfeld ist meistens ab. Wenn du einen Rapper siehst, schau mal sein Umfeld an. Meistens ist ein Rapper rich und der Rest um ihn herum ist broke. Warum ist es so? Das, was ein Rapper macht, ist nicht einfach replikabel für alle seine Homies. Ein Rapper kann nicht seinen Homies zeigen, yo, Bro, mach genauso wie ich und du wirst auch rich. Ja, warum kann das ein Rapper nicht machen? Ein Rapper kann auch nicht einfach Features machen mit seinen Freunden und die werden alle ongeputtert, ja? Labels versuchen, das zu fabrizieren, aber Bro, es ist etwas, was man nicht erklären kann mit Rappern, okay? Es ist einfach mehr als einfach einen ähnlichen Song machen auf einen ähnlichen Beat, Bro. Es geht um so viel mehr. Es ist so viel deeper und es ist schwierig nachzumachen. Mit Online-Business, jeder kann es nachmachen. Bro, hol Leads, zeig ihm, dass du ihm mehr Value geben kannst, als das Geld wert ist, verkauf ihm was. Entweder verkauf was Teures an wenige Leute oder verkauf was Billiges an viele Leute. Mach genauso und du wirst auch Cash machen, you know? Deshalb, wenn ich mit 5 Leuten hänge, die Cash machen, ich werde auch Cash machen, weil ich sehe, was sie machen und ich mache es einfach nach. Deshalb hole ich mir auch Mentoren, von denen ich lernen kann, you know? Natürlich bringt ein Rapper, kann anderen Rapper auch Mentoren oder Mentoring geben. Aber nur, wenn der andere Rapper schon das gewisse Etwas hat, dass er immerhin blowen kann. Dann kann er ihm sagen, wie er richtig navigiert in der Industrie, ja. Bro, meine Haare hier, dieses Hagel. Ich habe hier nicht das Got-to-be-Hagel. So ein scheiß Hagel. Schaut immer so fettig aus. Aber it is what it is. Wet look, sagt man auch, Digga. Wet look. Auf jeden Fall, Leute, das ist meine Meinung, warum es besser ist, Online-Business zu machen. Das heißt, wenn du denkst, Rappen ist geil, dann würde ich dir auch raten, trotzdem ein Online-Business aufzubauen. Warum? Du bist unabhängig von Mainstream-Media und so ein Bullshit, Bro. Du wirst nicht abhängig sein von der Regierung. Du wirst nicht abhängig sein von Mainstream-Media. You know, du wirst ein eigener Mann sein. Du wirst sagen können wollen, was du willst. Du wirst leben können wollen, wo du willst. Du wirst machen können wollen, was du willst, jeden Tag. Und das kannst du nur, du wirst ein MBA holen vielleicht, der deine Scheiße macht. Das kannst du nur, wenn du ein eigenes Business hast, das unabhängig ist von deinem Personal Brand. Ja, natürlich ist es gut, was zu haben, was... Es kann auch krass sein, was zu haben, was nur vom Personal Brand abhängig ist, safe. Aber nur von Musik abhängig zu sein, von Streams und sowas, ist meiner Meinung nach sehr schwierig. Auch wenn es eine gute Nebeneinkommensquelle ist, okay? Also Leute, was denkt ihr zu diesem Thema? Seid ihr meiner Meinung oder seid ihr nicht meiner Meinung?
Join the School Community, Leute. Das ist das zweite Thema, was ich anspreche. Ich werde ab nächster Woche eine 8-Wochen-Challenge machen, okay? Und in dieser Challenge wird es darum gehen, es wird eine Transformations-Challenge sein. Und ich möchte sehen, wer den krassen Progress macht. Ja, ich werde in diesen, es werden 8 Steps sein, 8 Module in 8 Wochen, wo es darum geht, wirklich das perfekte Fundament aufzubauen, um dieses Jahr zu rasieren, um euer Business aufzubauen, um wirklich diszipliniert zu werden etc. Und ich möchte sehen, wer den krassesten Progress haben wird. Und diese Person wird nach den 8 Wochen eine krasse Belohnung bekommen, okay? Ich habe schon im Telegram gesagt, also folgt dem Telegram, Leute, Link im Bio, joint the school community. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Morgen geht's ab Bangkok. Let's fucking go!